Schön, dass du hier bist. Fühle dich wohl auf meinem Kanal. Viel Spaß mit dem Video. Heute zeige ich dir, wie ich Kartoffeltaler gemacht habe. Da ich Pellkartoffeln übrig hatte, wusste ich nicht, was ich damit mache. Und vegan sollte es auch sein. Viel Spaß! Paprika rosenscharf, Jodsalz, Gewürzpfeffer, osmanische Gewürzmischung, Kurkuma, Knoblauch, Mehl, Öl, 500 Gramm Kartoffeln. Also die Kartoffeln, die raspel ich jetzt erst. Das sind übrigens Pellkartoffeln. Lässt sich der Teig besser machen. Jetzt gebe ich die Gewürze dazu. Da das ja Pellkartoffeln sind und die sehr nüchtern, kann man da ruhig gut würzen. Wenn dir das Video gefällt, lass gerne ein Like, ein Kommentar oder ein Abo da. Da würde ich mich sehr freuen und natürlich die Glocke nicht vergessen zu drücken. Dankeschön, bis zum nächsten Video. Natürlich darf meine scharfe Soße nicht fehlen. Jetzt kommt ein bisschen Öl dazu und dann wird das Ganze nochmal durchgemacht. Dazu gebe ich dann 150 Gramm Mehl. Mache nochmal, also knete den Teig nochmal richtig durch. Und dann wird es in der Pfanne ausgebacken. Nach dem Mischen habe ich dann kleine Taler geformt und habe die in Öl ausgebacken. Wem das alles ein bisschen zu weich ist, der kann da Käse noch dazu geben. Dann wird es halt vegetarisch oder Ei. Aber ich wollte das nicht. Ich habe es auch im Gourmet Max natürlich auch ausgebacken. War aber nicht so zufrieden mit dem Ergebnis in der Pfanne. Viel Spaß beim Nachkochen, war super lecker. Bisschen Creme fraiche dazu oder Quark ist und sättigt und ist lecker, so wollte ich sagen.